wenn man jetzt so einen angehenden Nationalspieler hier um 3 Jahre verlängert, spricht A natürlich für die Kontinuität, für den Standort, spricht aber auch dafür, dass euer finanzieller Background sehr ordentlich sein muss. Ich schätze nicht, dass er nur für ein paar Lebkuchen mehr her spielt. Habt ihr euch da sehr strecken müssen? Seid ihr an die Schmerzgrenze gegangen? Also ich danke dir sehr für die Frage, denn das ist tatsächlich der Einstieg in dessen, warum ich hier sitze und warum ich hier überhaupt etwas sagen wollte. Und das nutze ich jetzt gleich, ohne von Herrn Brandes aufgefordert zu sein, um was dazu zu sagen. Nämlich genau in dem Kontext. Wenn ich so höre, auch so ein bisschen eure Fragen dann oder Ihre Fragen, dann stelle ich auch in den letzten Wochen, wenn ich die Medien sehe und auch ein bisschen so mit den Leuten spreche, fest, dass ich glaube, nicht jeder weiß, in welcher Situation wir uns insgesamt befinden. Und im Zusammenhang mit den beiden Spielen gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Kiel auf der einen Seite und diesen David gegen Goliath-Charakter und auf der anderen Seite der Vertragsverlängerung Nico Link, glaube ich, muss man einfach mal den HCR Erlangen nochmal, und Herr Scharrer, Ihre Frage ging ja auch in die Richtung, was ist der Unterschied zwischen dem HCR Erlangen heute und damals, einfach nochmal beleuchten. Ich fange mal mit Folgendem an. Also die Hybris, die zum Teil in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr aufgetaucht ist, die gefällt mir gar nicht. Für die nicht mit der Antike Beschäftigten die Überhöhung. Denn wir sind nicht so hoch, wie uns der ein oder andere nach außen hin erzählt, geschrieben, gemacht hat. Ich will mal mit Folgendem anfangen. Unser Spieler-Etat, man hat es in den Nürnberger Nachrichten ja schon lesen können, sind ziemlich genau 2 Millionen Euro, was die Brutto-Brutto-Gehälter angeht. Und damit liegen wir in der Bundesliga an letzter Stelle. Sicherlich auf Augenhöhe mit Coburg und Balingen, aber an letzter Stelle. Wenn wir der Etat wesentlich höher ist, dann liegt es daran, dass wir aus unserer Heimat in Erlangen verscheucht wurden, wo man uns ja, wie Sie wissen, nicht will. Und wir uns in der Arena in Nürnberg wiedergefunden haben, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind und was uns auch gut gefällt und wo das Publikum auch sich wohlfühlt. Nur, das kostet uns sehr, sehr viel Geld. Wir sind nicht Minden und Coburg, die quasi umsonst in ihren Hallen spielen oder gegen sehr wenig Salär, sondern wir müssen uns natürlich dem Markt richten. Wir haben ja auch einen Mitkonkurrenten, der darauf achtet, dass uns keine Vorteile gewährt werden und der früher auch diese Lebkuchen auf der Brust hatte hier. Und deswegen müssen wir schon auch schauen, in welcher Position wir uns im Moment wiederfinden. Wir befinden uns in der Position der wirtschaftlichen Verhältnisse auf einem Abstiegsplatz. Wenn man das aber betrachtet und in die Zukunft schaut, und das war jetzt deine Frage, Flo, dann muss man ja überlegen, wie gehe ich für das nächste, wie gehe ich für das übernächste Jahr um, wie verschaffe ich es, unser Ziel, uns in der Bundesliga zu etablieren, hinzubekommen. Wir haben eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben deshalb eine geschlossene Gesellschaft, weil Unternehmen wie Lebkuchen Schmidt, die uns sehr wichtig sind, aber die natürlich alle nicht in der Größenordnung wie die Oligarchen anderer Unternehmen, sei es im Eishockey, Basketball oder auch im Handball, agieren, die uns nicht unbeschränktes Handeln ermöglichen. Das heißt, wir haben ein festes Budget, das wird auch durch niemanden unserer Sponsoren erhöht. Betrachten Sie bitte Folgendes in dem Zusammenhang. Unser Konkurrent aus Oberfranken hat einen Hauptsponsor, der deutlich mehr als 1 Million bezahlt. Unsere beiden Hauptsponsoren zusammen bezahlen etwas mehr als die Hälfte des Hauptsponsors in Coburg. Das heißt, Sie sehen auch, wie wichtig es ist, dass wir dieses Feld so bestellen, dass wir mit Sponsoren wie Lebkuchen Schmidt uns verbinden können, um über 140 Sponsoren dann doch auf einen konkurrenzfähigen Etat zu kommen. Wenn Sie das aber sehen und wir Spieler behalten wollen und wir die korrespondierenden Röhren betrachten, dann müssen Sie sich überlegen, wenn Sie nächstes Jahr eine Mannschaft bekommen wollen und niemanden haben, wie Herrn Sabo, der vielleicht bereit ist, dann auch mal noch mal 500.000 draufzusetzen, dass Sie irgendwo anders einsparen müssen. Wenn Sie aber woanders einsparen müssen, Herr Scharrer, dann kommen wir wieder zu Ihrer Frage. Zur Frage, wo sparen wir denn ein? Wir können natürlich auch die Alternative B nehmen, dass wir sagen, wir werden nächstes Jahr schon 1 Million mehr haben oder 500.000 mehr. Werden Sie schon haben. Auch diese Überlegungen gibt es im Handball bei anderen Vereinen. Sie wissen, wo Sie gelandet sind. In der Insolvenz. Also können wir davon nicht ausgehen. Also müssen wir davon ausgehen, dass der Etat etwa der gleiche bleibt, vielleicht mit ein etwas sportlicher, geringfügiger Veränderung nach oben. Wenn Sie dann aber, und jetzt komme ich zu dem Thema, junge deutsche Spieler haben, die wir, ich sage sogar ich, vor 4, 5 Jahren harten Verhandlungen wie Nico geholt haben und die natürlich damals wesentlich weniger bezahlt wurden als etablierte Bundesligaspieler und deren Verträge auslaufen, dann können Sie sich ja wohl vorstellen, dass in der Bundesliga mindestens 10, wahrscheinlich 16 Vereine sind, die mehr zahlen können als wir. Das heißt, die kommen dann an, dann kommt dann ein Verein und sagt, ich habe einen Nationalspieler auf einer Position X, der kriegt ein Angebot, gerade von einem der Top-4-Vereine, dann kommt der Top-5-Verein und sagt, ah, genau die Position von Herrn Link. Und das Budget ist das Doppelte, was wir haben. Und der sagt, das
kannst du haben. Und dann gehst du in die Verhandlungen und sagst, okay, der Nico findet es hier super, der findet hier alles super, aber ich muss den ja verstehen. Du musst den ja verstehen. Du musst ja sagen, man ist ja junger Kerl und wir reden mittlerweile über Summen, die schon, sag mal, nicht mehr die Studentensummen von damals sind. Wir reden über ganz andere Sphären und das geht den anderen Spielern genauso. Und dann sitzen wir als HC Erlangen da und überlegen, wie gehen wir damit um. Wir sagen, kannst gehen, können wir uns nicht leisten. Dann überlegen wir jeden einzelnen Spieler und sagen, wer ist für uns wichtig, sportlich, wer ist wichtig für den Zusammenhalt, wer ist wichtig als Identifikationsfigur. Was haben wir überhaupt in Erlangen noch für einen Kern? Was haben wir für Identifikation in Nürnberg spielend mit keinen einheimischen Spielern, wenn ich mal meinen Sohn wegrechne? Also müssen wir versuchen, einen Kern zu behalten und aufzubauen. Wir dürfen nicht einfach wechseln. Wir müssen schauen, dass diese Spieler halten, die uns weggenommen werden sollen. Also müssen wir versuchen, mit denen, und da muss ich wirklich mal ganz deutlich sagen, mit denen ein Agreement zu finden, in dem diese Spieler bereit sind, auf Beachtliches zu verzichten und wir bereit sind, bis zur Schmerzgrenze zu gehen und anderen es wegzunehmen. Und beim Nico zum Beispiel, um es mal ganz deutlich zu sagen, war es so, dass Nico ganz erhebliche Einbußen hingenommen hat, die er woanders bekommen hätte. Ich kenne alles, ich habe sogar die Unterlagen gesehen. Ich bin auch mittlerweile so weit vernetzt im Handball, dass ich das alles weiß, bis auf den Euro. Ich kenne die Vereine, ich weiß alles. Und ich sage Ihnen, das war doch, er war bereit für den HC Erlangen, echt erhebliche wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen, aber natürlich nicht alle. Und deshalb müssen wir natürlich überlegen, mit welchen Spielern können wir welche Vertragsangebote oder welchen Spielern können wir welche Vertragsangebote angeben, was können wir mitmachen. Denn eins ist klar, wir können nicht aus 100% 120 machen. So, und das führt natürlich dazu, dass der eine oder andere Spieler, vielleicht noch eine Vorbemerkung, es wollen alle bleiben. Kein einziger will nächstes Jahr nicht mehr beim HC Erlangen sein. Und es ist die Zeit, Herr Schacher, im Handball wie im Fußball, in der die Verträge gemacht werden auf dem Niveau. Sicherlich nicht in der dritten Liga oder in der vierten, aber auf dem Niveau. Jetzt spielt die Musik im Moment. Nie bis Weihnachten ist das Spiel um. Da kriegen sie noch den Rest, der nicht gewollt wurde. Und deshalb mögen sie vielleicht auch die eine oder andere Leistung des einen oder anderen Spielers etwas überraschend finden, aber das sind alles Themen, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Und ob das die ausschlaggebenden Punkte sind, ist eine andere Frage. Und diese Dinge muss man beachten beim HC Erlangen. Der HC Erlangen ist, das ist einfach so, der David unter dem, oder einer der drei Davids unter den Bundesligisten. Und wenn Sie das sehen, dann müssen Sie wissen, dass es erstmal ein ganz großer Erfolg ist für uns, aber auch eine große und wichtige zukünftige Entscheidung für die Zukunft von Nico, dass wir diesen Kern behalten. Sie dürfen auch nicht vergessen, wenn neue Spieler kommen, ist Nico der Erste, der sie integriert, der Erste, der mit ihnen in die Stadt geht, der Erste, der sie zum Essen einlädt, der Erste, der ihre Frauen mit zum Essen einlädt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Nicht, du brauchst nicht grinsen, nicht alleine, sondern mit den Spielern. Lieber Flo. Diese Dinge muss man betrachten, wenn man diese nächsten zwei Spiele sieht. Es ist immer noch, so wie vor 2 Jahren, völlig unverändert. Der Kampf David gegen Goliath, nur mit dem Unterschied, dass damals zwei Vereine dabei waren, die noch geringeren Etat hatten als wir, nämlich Bietigheim und Friesenhain, wobei der Hauptsponsor von Friesenhain damals, wie man gehört hatte, auch 800.000 Euro bezahlt hat, nämlich Südzucker, und dann ausstieg. Und das hat man dann auch ein bisschen gemerkt. Also man muss sehen, dieses Jahr ist es so, dass wir nicht mehr diese zwei im Etat hinter uns haben. Alle anderen haben aufgeholt, nämlich Minden, die einen deutlich höheren Etat haben als wir, auch ein Spieleretat, aber auch Coburg. Und in diesem Feld, glaube ich, ist jede Hybris nicht angebracht. Und in diesem Feld sind 8 Punkte nach 9 Spielen ein sensationeller Erfolg. Da ist eine Niederlage mit einem Tor in Minden keinesfalls eine desaströse Leistung oder sonst irgendwie zu beanstanden. Im Gegenteil, es ist großartig, wie die Mannschaft bis zum Ende gegen diesen sehr, sehr guten Mittelblock gekämpft hat und fast das Spiel hätte drehen können. Und das ist der Erfolg des Trainers, in Göppingen zu Hause gegen Melsungen und gegen Stuttgart zu gewinnen, und auch vor allem Gummersbach, ein ganz großartiger. Das müssen wir wissen. Und das ist mir wichtig, auch noch einmal zu sagen, ich bin ja sonst nie hier, nur das ist die Realität. Wir hoffen natürlich, dass wir uns etablieren können. Wir hoffen, dass wir geschickt, wie das andere Vereine auch gemacht haben, wie Balingen zum Beispiel, uns peu à peu nach oben arbeiten. Wir hoffen auch, dass wir uns von dem Budget her erhöhen. Bloß diese Grundkosten für die Arena und damit zusammenhängend das Personal in der Arena und damit zusammenhängend letztlich das Betreuen der unendlich vielen Sponsoren, die ja auch alle zu Recht ihre Aufmerksamkeit haben möchten, ist teuer. Und
Unter der Berücksichtigung müssen wir eine Mannschaft versuchen zu finden, auch fürs nächste Jahr und fürs übernächste Jahr, und für dieses Jahr haben wir es versucht, die konkurrenzfähig ist.